Blue, wie gut kennst du Orange wirklich? Vertraust du Orange? Und wenn ich dir sage, dass du nicht der erste Teampartner von Orange bist? Aha, ja. Wenn ich nicht vertrauen würde, wenn er versagt, dann würde ich ihn bei der Gamescom aufs Maul hauen, denn Orange ist der liebe Nero. Yo! Und herzlich willkommen zurück zu Portal 2. Yeah! Und der Nero, der ist auch mit bei der Gamescom. Das heißt wiederum, ich kann aufs Maul hauen. So! Okay, umkehrender. Kannst du noch mal ganz kurz... Achso, wie umkehrender? Nee, oder? Mann, das gibt so einen Scheiß noch los. Das? Und da? Was? Was? Pass! Alles klar. Wie kommst du jetzt da hoch? Ah, hier. Ich sehe so schwarz. Ich auch. Geil. Er will das Let's Play in die Länge ziehen. Was ist das Blödes? Wenn du rückwärts fährst. Ja. Macht, okay, so, mach mal rückwärts, würde. Bitte. Stopp. Achso, ich kann ja dann einfach... Nein, gut. Nee, ist schon okay. Ich kann ja einfach abspringen. Yay. So. Aber was bringt uns das, wenn ich jetzt den da drauf stelle? Ich hab keine Ahnung, mach einfach mal. Ich hab irgendwie das Gefühl, das Gewicht muss woanders scheinen. Guck mal da. Alles? Ja, wie willst du das durch die Scheibe da oben reinkriegen, du Nase? Ach, du musst jetzt diesen Würfel da reinstecken. Gut, warte. Oder so. Und jetzt? Okay, jetzt können wir rausgehen. Ernsthaft? Ich habe mir das echt komplizierter vorgestellt. Nur zur Klarheit. Ich fragte Blue gerade, ob er dir vertraut. Ich vertraue dir. Du bist mein Lieblingstestsubjekt. Ich weiß nicht, was sie vorhat, ey. Ja, ich weiß es auch nicht. Okay, das Level war gerade ein bisschen... sehr einfach. Ja, aber auch wieder so eine Sache, wo du, wenn du da einen kleinen richtigen Ansatzpunkt hast, wo du da ewig dran rumknobeln kannst. Aber diese Vorwärts-Rückwärts ist ganz cool. Ja, das ist super cool. Ja, das wird richtig lustig. Dann noch Lichtschranken, das ist mir an Blue noch gar nicht aufgefallen. Blue, möchtest du etwas sagen? Ja. Ja, ich will was sagen. Und zwar will ich sagen, warte, ich will was sagen. Warte, Nero, bleib bitte da. Ich will was sagen. Wo bist du denn? Ja, ich hab dich lieb. Oh. Ich dich auch, wenn es funktionieren würde. Im Mondmister. Okay, ganz klar, da rein und da raus, ne? So. Ich weiß nicht, was bei mir los ist. Nee, da raus. Nee. Doch. Und jetzt aber gegen die Wand gepresst, guck. Also mach ich doch lieber hier raus. Ich wandere mal rüber, mal gucken, was passiert. Du Arschloch. Achso! Ah, stimmt, da war ja dieses Ding. Ich hätte jetzt gesagt, ich habe jetzt dich beschuldigt. Okay, war du Quatsch. War Quatsch, du musst... Ja, genau, danke. Bitte? So war das, genau. Jetzt muss ich hier den Eingang machen und da den Ausgang. Wolltest du mich gerade bezichtigen, dass ich die extra getötet habe? Ach du Scheiße, warte mal. Es könnte jetzt natürlich... Ich wusste es! Hä? Das ist eine Lichtschranke? Das ist keine Lichtschranke, das ist ein Stacheldings da oben. Okay. Und wie möchtest du das denn außer Betrieb setzen? Hä? Ja, lustig.
wenn mal alles so einfach wäre. Und was wäre, wenn du hier durchfliegst? Kannst du da vorne rüber abspringen? Und dann? Kannst du dir da ein Portal setzen? Und wie sieht das da drüben aus? Kannst du da einen Querbalken setzen? Stimmt, Moment, ich mach mal mit. Was? Müsstest du eigentlich gleich abspringen? Genau. Na gut. Ja, kann ein Stückchen dauern. Oh ja, wir haben Zeit. Nero! Hallo! So, jetzt hab ich hier, warte mal, jetzt habe ich hier einen Schalter, mal gucken, was passiert. Richtig, Blue. Orange hört dich nicht. Was hat Orange? Wirklich? Danke, mir das zu sagen war sicher nicht leicht. Okay, was bringt das jetzt mit dem Schalter? Kannst du hier drüben jetzt Eingang und Ausgang machen? Nein. Warum nicht? Weil hier geht nicht. Okay, und wie soll ich jetzt zum Teufelsnamen da... Ah, ich weiß wie, warte. Und zwar, indem ich hier den Ausgang setze und das Ganze rumdrehe. Und wenn du dann drüben in dem anderen Strahl bist, gehe ich dann einfach vom Knopf und dann kannst du dann nach, hast du das gleiche wie ich. Natürlich fällt er wieder daneben. Ah, nee, doch nicht. Schön daneben, aber Gott sei Dank richtig noch gelandet. Okay, mein Gott. Der unendlich Potenzial hat das ganze Spiel hier. Nein! Oh Mann, bin ich ein Trottel. Bitte noch einmal. Oh, bin ich ein Trottel. Alter Schwede. Orange, das war Blue. Boah. Nero, das war ich. Echt? Ja. Du bist ein böser Junge, weißt du das? Du kannst aber mal was sagen, du kleiner Digger. Was? Was bist du so böse? Oh, hat man so Roboter als Freunde, braucht man keine Feinde mehr. Du hast dich ja auch schon dreimal oder so auflaufen lassen im Spiel. So. Böse. Orange, fühlst du dich von Blue betrogen? Wenn er diese furchtbaren Dinge über dich erzählt? Hätte Blue das über mich gesagt, würde er nie die nächste Remontagestation erreichen. Was hast du gesagt, ne? Ich habe gesagt, dass du doof bist. So. Was sagst du über mich? Ja, ich geb's ja wenigstens zu. Aber auch nur, weil sie es verraten hat. Hat sie ja gar nicht. Hat aber erwähnt. Ihr habt es beide geschafft, ungeachtet dessen, was ich auch versuche, euch zu entzweien oder zu zerstören. Testen wir weiter. Tja, das funktioniert halt nicht. Will einer von euch den anderen übertrumpfen? Als wärt ihr nur Maschinen. Dann. Boah. Ich flieg einfach mal. Guck, was passiert. So, und jetzt? Ich muss hier jetzt so gelacht. Komm da drüben nicht hin. Kannst du dir da hier einen Eingang setzen? Hier hin? Und jetzt musst du dir irgendwo einen Ausgang setzen. Im Sinn fallen. Ja. Ganz sinnvoll. Jetzt Quatsch. Nein, pass, zurück. Nein. Ey, Onkel.
böse. Nein! Ja, ich weiß, du warst tu nicht so stolz. Ich wusste nicht, was du vorhast, Alter. Oh, wie geil ist das denn? Ja, okay, sorry. Ich mach jetzt. Okay, ich hör auf. Ich hör jetzt wirklich auf. Es ist schon sehr verlockend. Und jetzt? Mach das. Ja klar, ne? Ist logisch, was jetzt passiert. Warte. Lass das mal auf, bitte. Total logisch. Ja, warte mal, kann ich von hier aus? Nee, kann ich nicht. Es ist eine weiße Fläche, das heißt, da kann man was drauf machen. Ach, stopp, du kommst doch, warte. Ach so, da komm ich ja nicht lang. Warten mal. Da gehst du denn immer wieder runter, da? Weil wenn ich das jetzt... Ah, dann entsteht hier bei mir eine... Ach, ist ja Quatsch. So, dann kann ich nämlich hier den Ausgang setzen. So, jetzt haben wir das wenigstens schon mal so. Wenn du jetzt auf der Seite einen Eingang setzt, hier hin, und da oben einen Ausgang, was passiert denn dann? Cool, dann kommst du da oben an so eine scheiß Scheibe. So. Bringt dir aber nichts. Was? Ach so, du musst ja dort stehen bleiben. Stimmt, du musst ja dort stehen bleiben. Okay, was bringt das? Warte mal, wenn du jetzt... Mal, bleib mal da stehen. Ach nein. Spring mal. Hey, papp. Bin oben. Cool. Du? Was machst du so Schönes? Ach, ich stehe hier so auf dem roten Knopf rum. Kann ich jetzt hier irgendwas machen? Warte mal. Ah, jetzt kann ich hier den Beamer wieder machen, warte. So. Halt, hier. Kommst du da irgendwie hin? Was bringt mir das jetzt? Nee, ich muss kannst du nicht hochkommen, hier oben ist der Ausgang. Nee, das bringt mir jetzt erstmal nichts. Dann kommst du wieder zurück, meine ich jetzt, anstatt. Ja, höchstens ich sterbe. Nee, ist doch gut. Und dann? Achso, du kommst ja gar nicht da drüben rein. Okay. Warte mal, wenn ich jetzt dorthin setze, dann setzt du hier an die Stelle, warte mal, an die Stelle hier einen Eingang. Passt, ich komm hier. Hier ein Eingang, da ein Ausgang, dann kommst du hoch. So, und jetzt hier. Ja, man kann es so kompliziert machen, okay, machen wir weiter. Zu Beginn befürchtete ich eine zu große Nähe zwischen euch. Doch in meinen Versuchen, Alter, lernte ich etwas über Vertrauen und Verrat. Okay. Eure Gehirne sind zu winzig für diese Gefühle. Also kann ich euch vollstens vertrauen. Jo. Ich mag die Alte auch. Ach, jetzt weiß ich wieder, was ich ganz am Anfang sagen wollte. Wir wollten ja mit diesen Steinschere Papier mit einfließen lassen. Aber ich habe gemerkt, wenn du das ansetzt, gewinnst du auch immer. Okay. Von daher ist es Schwachsinn. Ich find's gut. Das ist der letzte Test der Standardstrecke. Extra für euch. Warte mal, komm mal her. Ich dachte, ihr freut euch mal über eine kleine Herausforderung. Wer hat jetzt gewonnen? Keine Ahnung, keine. Keiner. Unentschieden. Ah,
die sind doch verschiedene. Okay, ich dachte, das bleibt dann immer so, dass das irgendwie... Ah, okay. Okay, ich drück mal den Knopf. Noch drücken, das wäre gut. Ah, da kann ich wieder rückwärts und vorwärts machen. Kommt jetzt sicherlich hier irgendwo der Eingang hin. Ach du Scheiße. Ah, guck mal, wenn ich... Nee. Das tut Aua. Warte mal, hier kann ich den Ausgang hinsetzen. Nee, kann ich nicht. Aber hier kann ich den Ausgang hinsetzen. Das bringt nichts. Nee, aber du kannst hier den Ausgang setzen. Und einer schwebt dann rüber. Ach stimmt. Na dann schwebt mal. Kann ich wieder ärgern. Du mal ab, bis ich mal wieder in der Macht bin. Oh, Alter, warte mal. Bei mir ruckelt hier gerade übelst das Spiel jetzt wieder. Was ist denn los hier, ey? Warte mal ganz kurz. Bitte nichts sagen. So, okay. Jetzt geht's wieder. Okay. Und jetzt? So, was ist denn los hier? Wow. Wie komme ich jetzt hier? Bin absolut verwirrt. Stopp! Ja? Na super, du bist wieder da. Okay. So. Ich habe irgendwie das Gefühl, wir müssen hier von beiden Seiten hantieren. Nee, das Gefühl, ich hab's, also das war schon richtig, was ich jetzt gerade gemacht habe. Aber... Du musst ja irgendwie reinkommen. Was willst du denn da drin, wenn du da drüben ist der Ausgang? Ja, wir brauchen aber einen Würfel. Ach so. Hab ich gerade gesehen. Ja, das ist jetzt die Frage, wie komme ich da? Okay. Warum machst du mir nochmal hier mit der Eingang und der Ausgang? Danke. Nee, falsche Richtung. Nein, falsche Richtung. Genau, richtig. Okay. Oh, das macht so Spaß. Ach genau, jetzt kannst du hier da drüben einen Eingang machen und nach oben einen Ausgang. Hm, warum machst du das nicht gleich? Hier suchst du dich da drüben hin und her. Ach so, und ich muss... Ah, und ich muss dich da unten dann hin und her. Guck, jetzt muss ich dich... Okay. Halt, stopp, ich muss mal gucken, wo ich lang muss. Wow. Also auf links ist jetzt das nächste. Wow! Stopp, weiter! Nein! Aua. Wo bist du denn jetzt? Bist du jetzt noch am Leben? Ja. Zurück! Ja. Geil. Oh, aua. Zurück. Es muss da oben wahrscheinlich denn
Ausgang machen. Oder irgendwie. Oder soll ich jetzt irgendwie wieder zurückkommen? Das war natürlich jetzt richtig unclever. Scheiße. Warte mal. Weiß, jetzt habe ich ein Problem. Komm, ich will nicht mehr raus. Nein! Aha. Warte. Wir können das gerne gleich weitermachen. Moment. Zuerst mal den Würfel. Ich habe ein Problem, ich komme hier nicht mehr raus. So, ich habe den Würfel hier. Gut. Klar kommst du raus. Wie? Mach dich Matsch. Ich häng hier im Käfig drin. Ernsthaft jetzt? Jetzt bräuchtest du wieder einen Beamer da oben, ne? Jetzt hast du einen Eingang und Ausgang dorthin gemacht, ne? Du bist ein Schlaumeier. Du hast ja die ganze Zeit bloß mit Ausgang gearbeitet, deswegen hattest du immer einen Laser. Ah, jetzt kann ich. Umkehren bitte. Achso, genau. Ich mach das jetzt mit dir genauso wie mit dem anderen Strahl, ne? Also, Moment. Genau. Weil durch dieses eine Fenster kann man nicht schießen, durch dieses blaue aber schon. Puh. Ich spring einfach runter. Nein! Doch. Hallo. Wunderbar. Und jetzt? Ach so. Du Trottel! Nein, das passt doch! Nein, warum machst du das denn? Lass das doch mal bitte, mein. Lass mich da mal machen. Du musst doch einen Eingang da unten dann hin platzieren. Du musst doch rüberfliegen mit dem Würfel. Ja, will ich ja gerade nicht. Das reicht aber nicht. Ach so, stimmt. Oh, Alter, spielst du. Ich bin jetzt irgendwie. Ich wollte schon dazu. So. Ich dachte, Mann, Scheiße. Ich dachte, du musst mich so ärgern. Nein, Onkel, ich doch nicht. Lass mal erstmal den, Würfel drüber schweben, würde ich sagen. Würde ich sagen, genau. So, jetzt genau. Feuerfrei. Wunderbar. Wir können ja beide fliegen. Naja, ich bin da. Okay, hat doch gereicht. Was hat gereicht, ey? Was? Hier, darfst du Würfel draufpacken. Oh. Mein Gott, ey, das war cool. Herzlichen Glückwunsch. Danke. Zum Abschluss der Standardstrecke. Ehe wir weitermachen können, müsst ihr noch einen Test außerhalb des Standard-Testverlaufs abschließen. Genau, bitte vermeiden dort draußen dieser albernen Gesten. Genau, das ist auch der nächste Part dann. Was? Ist es soweit, Onkel? Ja, Part zu Ende. Genau, du warst dran, ne? Genau, liebe Freunde. Ja, dann würde ich sagen, verabschieden wir uns hier mal und wir sehen uns dann nächste Woche wieder. Und ja, wie immer zum Abschluss, ich hab dich so lieb. Und tschüss. Ciao.